So, ich mache mir gerade Essen. Könnt in den Topf gucken. Ja, heute wird nichts Besonderes. Spaghetti mit Tomaten-Thunfischsoße. Egal. Ich glaube, euch wird heute auch alles schmecken. Außerdem ist es ja Luxus, dass ich hier wenigstens was Warmes zu essen kriege. Beziehungsweise was machen kann. Ich habe mich von meinem Schock erholt. Heute war echt ein bisschen, der Norweger sagt, skümmelt. Also, ist ein bisschen mehr als unangenehm. Ja, war ein bisschen komisch heute. Aber war super schön. Also, die Leute hier sind sowas von nett. Ganz anders als in Kirchheim. Da war zwar die Frau, die da gearbeitet hat, so eine ältere, die war ganz lieb, hat mich behandelt wie ihren Sohn. Aber die anderen, das waren alles so Neureiche. Irgendwie waren die alle so für sich. Die hatten 46 Fußjachten und ich hatte das hässlichste Boot im ganzen Hafen gehabt. Und hier sind die Leute total einfach. Es gibt hier rundum eigentlich nichts. Es ist total die tote Stadt. Aber es ist eine super schöne Natur hier. Und die Leute sind super nett und super lieb. Setzen sich alle zusammen in den Hafen. Und ich mache jetzt mal Probe auf die Spaghetti, wie weit die sind. Brauchen noch eine Minute. Und ja, das hat irgendwie viel zu sagen, wie die Leute so drauf sind. Also wie gesagt, ganz so idyllisch wie gestern ist es hier nicht. Aber die Leute sind super nett. Ich bin das einzige Segelboot hier im Hafen. Hier sind ein paar Polen, die wollten mir gerade einen Fisch fangen. Ich liege hier an so ein paar Krabben, Fangkörben. Jeder direkt daneben mir die anderen Fischerbötchen. Upsala, ihr habt den Fisch gerade gar nicht gehört. Ist sowieso nicht so wichtig, was ich erzähle. Und das ist einfach cool hier. Na gut, ich mache mir jetzt gleich mein Essen. Ja, ich habe gemerkt, dass ich in den Videos immer bis dann sage. Ich sage es jetzt nicht.